Salvador Alvarenga trieb über ein Jahr als Schiffbrüchiger im Pazifischen Ozean. Seine unglaubliche Geschichte machte ihn berühmt. Sternreporter Jan-Christoph Wiechmann traf den Mann, der 438 Tage alleine auf einem kleinen Kutter überlebte. Was ist da passiert? Hier hat mich ein Hai erwischt. Und was machten die Vögel? Sie hackten hier und dort. Alvarenga ist Fischer. Er stammt aus El Salvador. In seinem Blick hängt noch immer die Furcht, wenn er zurück ans Meer kommt. Wie überlebte er seine Odyssee? Ich habe die Hoffnung nie verloren, habe Gott gebeten, mir Kraft zu geben und Weisheit, damit ich diesen Tag erlebe, um meine Geschichte zu erzählen, wie man überlebt. Rohe Sachen zu essen, Blut und Dinge, die man im Wasser so findet. Seit 15 Jahren fuhr Alvarenga zur See. Am 15. November 2012 begleitete ihn der junge, unerfahrene Bootsmaat Ezequiel Cordoba. Und an diesem Tag sollte so ziemlich alles gegen sie spielen. Ein defekter Bootsmotor, ein Funkgerät, das schon bald den Geist aufgab, und ein Jahrhundertsturm, der sie immer weiter hinaustrieb. Nur einer überlebte. Wir haben beide gekämpft, aber dann kam der Tag, als er den Kampf verlor und starb. Ich konnte ihm nicht helfen, mit Medizin oder so. Wir hatten viel gelitten. Zum Glück litt er im Moment des Todes nicht. Gefangen in einem Boot, 8 Meter lang und ohne Kajüte. Rohe Vögel gehörten zu seiner Hauptnahrungsquelle. Ich packte sie langsam so von unten, nicht zu hastig. Sie landeten auf deinem Kopf? Ja, auf meinem Kopf. Der Vogel weiß das nicht. Er denkt, ich sei ein Stück Holz. Ich blieb regungslos, nackt. Sie kamen mir nah, blieben an Deck. Sie wissen nicht, dass ich ein Mensch bin. Und so fange ich sie. Immer wieder sah Alvarenga große Tanker. Keine der Besatzungen bemerkte ihn. Doch er trotzte allen Rückschlägen. Ich habe alles gegessen. Fische, Vögel, Schildkröten. Und zwar alle Teile. Alles roh. Augen, Leber, Niere, Krallen, Fingernägel. Deine Fingernägel? Meine und auch die Krallen der Vögel. Nicht gerade lecker. Nein, aber das macht man, um zu überleben. Dann, endlich, erblickte er am 29. Januar 2014 Land. Tyle Islet, eine von mehr als 1000 winzigen Inseln der Marshall Islands. Dort traf Alvarenga auf Ureinwohner, die sofort Hilfe riefen. Er hatte Parasiten in der Leber, weil er rohe Vögel gegessen hatte, und litt an Blutarmut. Doch er lebte. Nun möchte Alvarenga seine Geschichte verkaufen. Dafür ist er in Los Angeles. Hollywoods Drehbuchautoren könnten sie nicht besser schreiben, so unglaublich, wie sie klingt. Doch alle Recherchen und Einschätzungen von Experten bestätigen, dass sie plausibel ist. Lesen Sie die Hintergründe, warum José Alvarenga aufs offene Meer trieb und nicht gerettet wurde, im Neuen Stern. Jetzt im Handel.